So, hallo Leute, willkommen zu Europa Universalis 3, die Welt im Jahre 1399. Und dieses Video mache ich aus zweierlei Gründen. Einmal zum Test wegen dem Hintergrundsound, der ganz nett ist, der mir ein kleines bisschen zu... Was ist denn das hier für ein Scheiß? Oh, sehr schwer machen wir nicht, wir machen auf normal. Ich wollte gerade den Ingame-Sound höher stellen, aber irgendwie... Muss ich woanders machen, egal. So, was ist das hier? Also erstmal warum, jetzt auch beim Europa Universalis. Ich habe mich jetzt kurzfristig dazu entschieden, dass mein nächstes LP Europa Universalis 3 sein wird. Und warum ist nicht Darkest Hour, wie es einige gewünscht haben? Das liegt daran, weil Darkest Hour noch beim Patch 1.3 am Rumwerkeln sind. Und den wollte ich eigentlich mit einbeziehen, aber da sind sie noch nicht so 100% fertig. Zumindest glaube ich, dass die noch nicht zu 100% fertig sind. Und da wollte ich noch ein bisschen warten halt. Und ja, Victoria 2 habe ich auch noch im Kopf, aber das wollte ich sowieso irgendwie ein wenig anders machen. Das liegt auch daran, weil ich so ewig kein Victoria 2 mehr gespielt habe. Aber okay, wir sind hier. Das ist Part 0. Vielleicht wundert ihr euch, warum es Part 0 heißt. Und warum er jetzt noch so relativ weit abends reinkommt. Aber okay. Es liegt einfach daran, weil das die Abstimmung ist. Ne? Ihr dürft ja entscheiden, welche Nation ich hier spiele. Und ich musste mich selbst im Kopf rumgrübeln, welche Nation ich überhaupt zur Auswahl stelle. Ist ja nicht gerade so, dass 1399 es einfach wäre, also um ehrlich zu sein eben nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Spiel spiele. Es geht ja bis 1800, meine ich sogar. Bis 18. Wie weit geht das? Mal kurz gucken. Mal kurz gucken. Ich kann ja hier einstellen. Das ist geil hier, man kann ja die Zeiten einstellen, dann sieht man, wie die Länder sich so wirklich ändern. Das ist richtig cool gemacht. Bis 1820 geht das Ganze. Wow, Russland, klein. Ja, wir machen aber die große Kampagne. Die fängt am 14. Oktober 1399 an. Da sieht die Welt noch richtig beschissen aus. Guckt euch Deutschland an, meine Fresse. Und zwar, ich habe mich überlegt, welche Nation ich machen könnte. Also, sagen wir mal so, ja, welche könnte man machen? Habe ich mir so überlegt und dann habe ich mir so gedacht, am besten ja Nationen, die jetzt nicht ganz so winzig sind. Also ich werde euch nicht ankommen mit Köln oder sowas. Na, das könnt ihr vergessen. Ich werde schon Nationen nehmen, die was zu sagen haben in der Weltpolitik von damals und die auch eine durchaus Rolle gespielt haben in der Zeit. Osmanische Reich habe ich mir überlegt, ob ich es hinzupacke oder nicht. Ich habe jetzt mich entschieden zu nö. Es liegt einfach daran, weil mich die Timuriden und die Mongolen, also die Goldene Horde, hier übelst auf den Sack gehen. Und die sind viel zu stark eingestellt, finde ich zumindest. Vielleicht ist es auch daran, weil die KI ein bisschen komisch drauf ist. Aber okay. Wie gesagt, das ist so der Grund, warum ich das Osmanische Reich nicht in die Abstimmung mit einbeziehe. Nee, zur Abstimmung steht das Königreich Schweden, was momentan noch in einer Union mit Dänemark ist. Aber das werden wir schon ändern. Ne? Keine Sorge. Wir werden also mit Schweden, falls ich Schweden nehmen sollte, könnt ihr halt abstimmen. Abstimmung geht bis, wie lange geht die Abstimmung? Ja, mal bis Sonntag geht die Abstimmung, also nicht so lange, weil ich direkt danach die Woche anfangen wollte mit dem LP. Und ja, da wäre als Möglichkeit jetzt Schweden. Was ich mit Schweden machen würde, erstmal ein paar Provinzen zurückerobern, hier von Dänemark, von Norwegen, und mich dann langsam hier im Baltikum breit machen. Mit Hauptgegner Novgorod, Dänemark wäre es dann. Das wäre jetzt also die eine Möglichkeit. Dann haben wir England. Was ich mit England machen würde, wäre ganz einfach Irland komplett erobern, so wie Schottland besetzen lassen und dann mich hier in Frankreich breit machen, hier in Nordfrankreich, bis rüber zu Holland. Mal gucken, was sich alles machen lässt. Dann wäre noch zur Auswahl Frankreich. Da würde ich ganz einfach Frankreich halt vereinen, sprich die ganzen kleinen Fusselstaaten hier alle mit in meinen Staat eingliedern. Die Burgunder vernichten und dann so gucken, ob ich entweder mich nach Süden, hier nach Italien und nach Deutschland ausdehnen lasse. Müssen wir mal schauen. Dann die Österreicher natürlich, das Haus Habsburg. Wieso denn auch nicht? Was würde ich da tun? Keine Ahnung, ich würde Kaiser des Heiligen Römischen Reiches werden wollen, um halt hier allgemein das Sagen zu haben. Würde für Recht und Ordnung halt im Reich sorgen, sprich, dass da halt nichts Blödes passiert, alles so, wie ich es will. Und mich dann hier so eher balkanmäßig ausdehnen. Vielleicht noch Italien, in Norditalien oder so, aber naja, halt aufpassen, dass da halt so nicht alles für'n Arsch ist, ne? Dann Kastilien. Was ich hier wohl machen würde, wäre wohl, glaube ich, nicht ganz so schwer. Sprich, ich würde erst einmal die Reconquista durchsetzen, sprich Granada hier besetzen lassen und dann mich langsam hier in Nordafrika breit machen. Aragon
ins Reich eingliedern, Spanien unabhängig erklären und dann langsam gucken, hier in Süditalien mich ausbreiten und vielleicht sogar in Frankreich, mal sehen. Dann, damit wir auch mal italienischen Staat dabei haben, nehme ich mal auch die Mailänder. Da würde ich auch versuchen, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu werden und halt Italien zu vereinen. Ja, und Portugal würde ich noch hinzufügen. Was ich mit den Portugiesen mache, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, die habe ich bisher noch nie gespielt. Ich würde aber versuchen, eventuell hier in der Bretagne mich auszubreiten und hier in Nordafrika. Bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher, wie ich die spielen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe es noch nie gespielt und es ist nicht ganz so einfach, weil Kastilien neben mir hängt. Aber okay, diese 7 Staaten müssen es jetzt sein. Stehen zur Auswahl. Also Schweden, Österreich, England, Frankreich, Mailand, Kastilien und Portugal. Mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, es sind 7. Die würden zur Auswahl stehen zu der Abstimmung. Und ja, je nachdem, wie sie dann ausgeht, werde ich dann den oder den Staat halt nehmen. Ja. Und dann spielen wir halt mal so die Zeit über. Um noch was zu meinem Spielstil zu sagen. Ich bin nicht ganz so der Typ, der sagt, oh, ich muss alles erobern, ich muss alles erobern. Ich bin eher so ein Typ, der ein bisschen auf die Sicherheit meiner Nation guckt, der auch versucht, mit anderen Staaten in guter Beziehung zu stehen. Und, ja. Sprich, ich werde nicht so sehr auf Kriegstreiber machen. Ich werde auch versuchen, so ein bisschen das Gleichgewicht der Kräfte in Europa zu halten. Wenn es um Österreich geht, will ich auch trotzdem versuchen, in Heiligen Römischen Reich das Sagen zu haben. Um Schweden würde ich versuchen, ja, Herr im Norden zu sein. England ist ja klar, die Insel komplett besetzen. Kastilien hat nämlich halt die gesamte Iberische Halbinsel. Und Frankreich wird schon ein bisschen mehr auf Machtdemonstration ausgehen, weil ich halt, ja, mit dem Verein von Frankreich so die mächtigste Nation in Europa bin. So, diese 7 Staaten stehen, wie gesagt, zur Auswahl. Ihr habt bis Sonntag Zeit zum Abstimmen. Und ja, bin mal gespannt, was ihr so sagen wird. Es gibt ja so gesehen diesmal keinen wirklich deutschen Staat, außer Österreich, wenn man den jetzt mal rauskristallisieren würde. Und ja, bin einfach mal gespannt, wie das ausgeht. Und ja, dann freue ich mich auf die Abstimmung und ich hoffe, ihr freut euch auf das LP. Und seid mir nicht so böse, dass es kein Darkest Hour kommt, aber wenn es so weitergeht, dass Heart of the Swarm und Company of Heroes 2 nächstes Jahr erst rauskommen, dann wird Darkest Hour voraussichtlich nach diesem Projekt kommen. Und dann wird es auch eine Abstimmung geben. So, dann wünsche ich euch viel Spaß und ja, ich bin gespannt.